Hey meine Lieben und willkommen zurück zu Fallout 4 und wir sind in Lexington angelangt. Haben wir schon in der letzten Folge, aber ich wurde hier hingepottet, als ich hier Schnellreise gemacht habe. Gut. Ich kenn ja die Stadt ein bisschen. Da ist immer noch unser Ziel, aber wir erkunden erstmal die Stadt ein bisschen. Aber ich möchte noch ein bisschen Level farmen. Und ich kenne die Stadt gut genug, dass ich weiß, dass es hier jede Menge Ghule gibt. Ich hoffe mal keine radioaktiven Ghule mehr. Ah, hier sind Leuchtpilzis, die nehmen wir gerne mit. Sonst ist... Wie der Hund hier auch am Rumtonnen und Rumrennen ist, weißt du? Hier haben wir nochmal eine Pistole, nochmal Munition. Aber es war schon gut, dass... Hundi, jetzt reicht's aber. Der ist so energiegeladen, der Hund. Der weiß nicht, wohin mit seiner Energie. Gehen wir mal ins Parkhaus rein. Jetzt ist die Frage... Wer von denen ist lebendig und wer von denen ist tot? Der ist auf jeden Fall tot. Der auch. Der ist auf jeden Fall lebendig da hinten. Ich sehe aber auch Benzin am... auf dem Boden. Einfach mal ein bisschen abwarten, ob er wieder herkommt. Scheiße. Das sind ein paar zu viele. Wir gehen erstmal auf den Hund los. So ein feiger Hund. Ja, doch, mit das überlebst du schon. War gut, dass die... Hey, jetzt wollte ich schon hingehen und doch nett sein und ihn ein Sim weg reinhauen, aber jetzt ist er wieder aufgestanden. Aber das war eine gute Idee, das in die Luft zu jagen. Hat eine Menge Ghule mitgerissen. So. Oh. Ja, da haben wir wieder was zum Entsperren. Ist zwar, das bräuchten wir jetzt zwar nicht mehr, weil die Ghule schon tot sind, aber ich mach's trotzdem, weil man dann auch Erfahrungspunkte bekommt. Und das mache ich jetzt einfach mal. So, wo haben wir denn noch was? Ist da noch irgendwas? Ja, da.
Sonst ist, glaube ich, hier nichts mehr, oder? Nee. So, was haben wir denn hier? Peak? Nö. Rank? Wake? Hier raus, hier rein. Dann schauen wir mal. Ja, gar nichts. Das ist wirklich wenig. Dann. Hopp. Also. Ja, da haben wir es doch. Persönlichkeit auswählen. Erste Hilfe. Der müsste mir eigentlich helfen. Ich schütze und diene. Ich schütze und diene. Ich schütze und diene, okay, ich weiß Bescheid. Sind die Typen sind schon gut. Jetzt bin ich sogar auf dem Dach von dem Ganzen. Aber ich hoffe, das ist nicht so tief, dass ich hier wieder runterspringen kann, weil Dach nutzt mir eh nichts. Machen wir hier drin nach. Oh, irgendwas auf den Tischen hier. Alles mit. Wenn wir es können. Ein Weiß will. Tasse hier, Tasse da. Hey. Man weiß nie, wann man in der postapokalyptischen Zeit einen Kaffee trinken will, ja? Kann ja sein, dass man auf einmal Bock drauf hat. Was diese Kisten hier darstellen, sollen, keine Ahnung. Kuchenform, das gleiche, wenn man einen Kuchen machen will, dann hat man wenigstens schon mal eine Kuchenform. Ja, will ich da aufs Dach? Ich weiß es nicht. Hui! Dogmeat springt mit. Ich glaube, man kann rauf, aber ob da jetzt was Spezielles drauf ist. Nee, komm. Machen wir uns den Stress jetzt mal nicht. Der eine immer im Weg steht, das nette Hundilein. Denn hier, oh. Ein Skelett, das auf dem Koffer liegt. Da ist eine Melone drin. Das ist wieder in der Zeitkapsel hier gerade. Aber warte mal, hier muss doch irgendwo...
Oh, lol. Dieser Aufzug ist außer Betrieb. Oh, okay. Aber hier ist ein kleines Geheimversteck. Alles klar. Warte mal, kann man noch in Waschmaschinen schauen? Nö. Aber cool. Auf jeden Fall. Da kommen wir schon nochmal rein. Mit Sicherheit. Ja, ja. Ich habe immer noch Glück auf. Jetzt mal habe ich eine Betonwand vor mir. Ja, da oben war ich schon. Da haben wir noch eine Tasse vergessen. Die ist ganz wichtig im Spiel. So, wir gehen mal erstmal zur Tankstelle. Da ist komischerweise jeder Preis gleich. Das ist witzig, jedes Mal, wenn ich normal losgehe, rennt, fängt der Hund an mit loszurennen. Witzig. Da oben darf ja keine mehr sein. Hoffe ich mal. Bei der Bank war ich schon drin, glaube ich. Das kann man ruhig mitnehmen. Sind quasi das, das Benzin oder die Batterie für Mr. Handy, also für unseren, wie die Leute ihn nennen, Cotsworth, wie das Spiel ihn nennt, aber ich nenne ihn James. Ah, eine Zeitung und eine Nuka-Cola. Oh, ich hätte gerne den Kuchen, bitte. Das sieht auch noch gut aus. Aber funktionieren tät die Maschine eigentlich noch? Wäre nicht schlecht, oder? Aber leider wird's nie, wenn wir das nie erleben, dass die Kuchenmaschine den Kuchen auch anhebt. Leider, leider. Na komm, dann gehen wir mal hier rein. Das Zeichen ist, glaube ich, ein Zeichen der Minutemen oder irgendeiner. Weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, so ein Untergrundstadt, Organisation oder sowas. Oder Raiders, genau, das ist wahrscheinlich das Zeichen der Raiders. Psst. Warte. Ja, das soll mir jetzt da nicht irgendwie vorrennen, weil ich weiß, dass in dem Einkaufsladen, ja, wenn man es hier sieht, Ghule sind. Die soll der Dogmeat jetzt nicht aufschrecken. Weil ich will, dass der Roboter ein bisschen mit Abhilfe schafft. Den Tresor kann man hier auch mit den PC wieder entsperren. Yay, wer hat's vermisst? Warum ist das auch mal so groß? Na gut, dann kann man wenigstens besser sehen. Ich sehe immer das Ganze, ich sehe immer das Positive an gewissen Sachen, wo andere negative Sachen sehen. Na, jetzt bin ich wieder verklickt hier.
Ja, okay. So. Hey, das macht Spaß. Let's hacking PC. Okay, let's play like? Hacking PC. Nee. Oder wie? Knacken. Nee. Let's knack. Nee. Ist hier gar nichts. Down. Wie schön. Damals doch. Ah, sag ich doch, Selbststeuerung. Lost deaktivieren. Protektungssteuerung. Persönlichkeit umändern. Erste Hilfe, Konstruktion, U-Bahn-Bikel, Standard. Machen wir Feuerwehr. Jetzt müsste der eigentlich hier entlang gestaxelt kommen. Wieso ist er denn jetzt noch nicht rausgehüppelt? Jetzt, ja. Jetzt müsste er da entlang gestaxelt kommen. Ja, da kommt er. Ja, aber ist da lang, der kann sich ja mit den Guten abreagieren. Seht ihr, der braucht unsere Hilfe nicht. Machen wir ein bisschen Licht. Ich glaube, das lockt aber Ghule an. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Entweder geht er bei den Durchlauf. Ah, da ist er wieder. Kaputt. Der ist ziemlich nützlich. Er sieht uns wenigstens nicht als Bedrohung an, das ist das Positive. Habe ich jetzt schwören können, dass es hier... Alles klar. Ja, alles mit. Wir kriegen haufenweise von dieser 38er Munition. Das ist ja nicht mal eine Kaffeemaschine.
Jetzt muss ich sogar knacken. Ja. Dann brech halt ab. Ein drehendes Bein. Oder was davon übrig ist. Mal ein bisschen Licht machen, sonst erkennt man hier überhaupt nichts mehr. Oh, sind wir jetzt schon so schwer wieder? Ja, wir müssen halt mal zurück zu Dogmeat. Ja, ich bin überlastet. Dogmeat wartet ja da hinten, man sieht's ja. Ach, das war der Nucky Dye da. Dogmeat. Ich habe wieder was im Lippenfücher und der hinten ballert schon wieder fleißig. Bürger, Sie können nun wieder Ihren normalen Tätigkeiten nachgehen. Psst. Oh. Ja, das hätten wir auch noch aufräumen müssen. So, jetzt kann Dogmeat schon gar nichts mehr tragen. Okay. Ach, sind Melonen drin? Geht jetzt einfach mal da durch. Ich bin mir sogar sicher, dass es hier noch einen Comic gibt. Also was hier noch übrig ist? Lecomio, das sind Vorräte. Stell mich jetzt hin. Da ist noch, sind zwei Nuka-Cola Quantums. Perry. Normale Nuka-Colas, da sind leere. Von denen. Alles mit, kann man alles gebrauchen. Aber ich frage mich immer noch, wo der Comic ist. Da sind wir schon wieder bei Dogmeat. Hi Dogmeat. So, jetzt mache ich aber Licht. Den hat er auch schon erledigt, okay. Hi Robbie. Ja damit, meins. Kauf ja schließlich ein hier.
Schon wieder so ein Nucky Die. Irgendwo muss hier ein Comic sein. Ich gehe erst aus diesem Gebäude raus, wenn ich den Comic gefunden habe. Nett. Erhalte darauf bessere Preise, wenn du beim Händler kaufst. Hä, das hatten wir doch schon. Seltsam. Okay. Das muss ich zwar nicht verstehen, warum. Selbe Eigenschaft bei dem Haus. Ja, ihr wisst schon. Bei dem Comic rauskommt. Ja, brech halt ab. Ah, ist das schon wieder ein Minuteman hier? Ja, ist ein Minuteman. Minuteman Outfit. Hier ist auch wieder eine Laser-Muskete, die nehmen wir auch mit. Impact. Hä? Ekelhafte Mistviecher, ekelhafte. Das waren früher mal Menschen, das muss man sich immer noch mal festhalten. Das waren Menschen. Die wurden verstrahlt und denen ihr Gehirn ist abgedampft. Na, kommt hier auch noch einer rein? Sonst ist hier nichts am Boden, oder? Ja, dann haben wir das schon mal erledigt. Aber ich müsste, hätte ja auch ein Holoband sein müssen, oder? Und ich sag's euch mal so, wie es ist. Wir werden wahrscheinlich bei dem Gebäude zweimal hingehen müssen. Oder vielleicht nur ein bisschen öfters. Aber nur ein bisschen, vielleicht. Lage normal. Recht und Ordnung sind wiederhergestellt. Wo hat denn der bitte schon getroffen? Oh. Ja, komm mal raus hier. Oje. Das war jetzt ein frecher Kunde. Hier ist auch nichts mehr. Komm. Ich hätte gehofft, dass sie das wirklich das Feuer die tötet. Okay, Holoband. Wieder eine Laser. Und ich wollte schon sagen, jetzt bin ich wieder überlastet. Die Nudelschale nehme ich noch mit. Hier die Funktionszellen auch. Mal kurz das Holoband anhören.
Gott, Soloband. Bin gestern mit Emma zurückgekommen. Alle sind weg. Sieht aus, als wären sie überstürzt aufgebrochen. Gab wohl auch einen wilden Kampf. Überall Leichen von wilden Gullen. Emma und ich haben nach irgendeinem Hinweis darauf gesucht, wohin sie gegangen sind. Gefunden haben wir nur Anthony. Muss schlimm gewesen sein. Sonst hätten sie seine Leiche nie dagelassen. Ich habe Emma runter zur Laderampe geschickt. Dort wartet sie auf mich, während ich nach ein paar Dingen schaue. Wir bleiben nicht lang. Möchte nur Anthonys Leiche holen und... Moment. Die wilden Ghule sind wieder da. Verdammte Scheiße! Alter, da gibt's aber von euch haufenweise, ha? Aber gut für mich, krieg ich Erfahrungspunkte. Und Loot. Und schon wieder so ein drehendes Bein. Ja, hier in den Räumlichkeiten noch was. Ja, den Emali-Eimer nehmen wir mit. Emaille. Das mal entsperren. Na komm. Ja. Sonst ist hier keine Kiste mehr da. Ja. Njong, njong, njong. So. Geht's hier irgendwo noch tiefer runter oder so? Wieder was zum Sammeln. Looten natürlich. Komm ich auf Sammeln. Ich meine, ist ja das kommt ja aufs Gleiche aus. Sammeln oder looten. Ja, gut. Geschafft. Bringt Erfahrungspunkte. Aus dem wehes Beinchen. Aber mal anschauen, wie die sich verhalten, wenn die nicht mehr gehen können. Ich weiß, das ist ein bisschen gemein, aber ist halt nochmal so. Boah, das Geflackel von den. Sein Umhang hat mich, sein Kleidungsfetzen hat mich jetzt leicht erschreckt. Warum ist so schreckhaft? Geh auf. Achso, kann man nicht aufmachen. Da ist nichts drin. Ja, ja, komm her. Bleib da draußen. Jetzt haben wir wenigstens ein Level up. Okay, da hat jemand in der... Wahrscheinlich ein Ghoul. Ich vermute mal, ein Ghoul wollte da in der Kloschüssel frühstücken. Hui. So, jetzt sind wir mal wenigstens Level 7. Mehr Munition. Schlösser knacken möchte ich ein bisschen mehr besser lernen. Kann ich denn weiter runter? So. So, jetzt können wir schon mal besser Schlösser knacken. Und wir machen mehr Munition finden. Warte, da war was. Ich glaube, hier sind wir auch fast so gut wie durch. Nur noch in den Büros, was ich da gerade gesehen habe. Hier, die Büros. Ich glaube, hier wird kein Ghoul mehr sein.
Da könnte, was könnte man herstellen? Da könnte man die Drogen herstellen, Fein herstellen, Feuerwerkgeschosse. Hier zum Beispiel, man könnte Molotov-Cocktail herstellen. Mache ich jetzt mal einen. Kann ich Stimpaks herstellen? Das würde ich mal. Ja, Reparatur. Stimpaks, was braucht man da? Blutpaket. So, was haben wir hier noch? Radio, das wir nicht anmachen werden. Hier ist ein Tresor. Oh, der arme Teddy. So. Den lassen wir so, wie es ist. Da kommt die Millimeter. Oh, come on. Testen wir mit. Auch mit. Oh, hier ist ein persönliches Terminal. Mit einem Katzenbild sogar. Eine riesen Espresso-Maschine, aber was für ein Monster. Was ist denn hier? Espresso-Maschine. Wir wissen, dass viele Mitarbeiter wegen der lauten Klickgeräusche besorgt sind, die die Espresso-Maschine von sich gibt. Leider wird es noch 2 Wochen dauern, bis wir die Maschine austauschen können. Offenbar passt die bestellte Industriealterung nicht in unsere Küche. Wir suchen derzeit nach einem Unternehmen, das ein paar Wände einreißt, damit wir genug Platz für die Halterung haben. Wir bitten um ein wenig Geduld. Management. Okay. Sally noch? Aufgrund zahlreicher Kundenbeschwerden in den letzten Monaten informieren wir Sie mit schweren Herzen darüber, dass wir Sally entlassen mussten. Ihnen ist vielleicht außerdem aufgefallen, dass die neue Espressomaschine endlich da ist. Bis wir Platz in der Küche haben, wurde die Espressomaschine auf Sallys Schreibtisch montiert. Viel Spaß damit. Oh, okay. Also die Espressomaschine hier. Kann ich die Tasse mitnehmen? Nein, leider nicht. Da. Was da drin ist, kann ich mitnehmen hier. So. Es ist halt duster. Kann ich hier. Moment, ich muss mal ganz kurz in den Einstellungen fragen. Gameplay. Nee, nicht Gameplay. Anzeige. Ist nicht sowas wie Helligkeit oder ähnliches Gamma. Anscheinend leider nicht. Ich könnte natürlich die Schwierigkeitsgrad auf leicht machen. Mache ich aber nicht. Das schaffe ich auch so. So, ja, arme Sally. Dass die entlassen werden musste. Warum auch immer. Und es ist übrigens Nacht draußen. Wir sind so lange schon hier im Einkaufszentrum tätig, dass es Nacht geworden ist. Bevor wir jetzt wieder zu unserem Ziel hingehen, muss ich leider euch die bittere Nachricht geben. Wir müssen noch einmal zurück nach Sanctuary. Weil Dogmeat ist überfüllt bis zum geht nicht mehr. Noch ein cool. Alles klar, kommen noch mal ein paar coole raus. Aber irgendwie müssen wir doch noch zu diesem angeblichen Lager, was der Minuteman gesagt hat, hinkommen. Aber wo kommt man da hin? Beziehungsweise wie kommt man da hin? Moment. Hier war ich noch gar nicht. Alles klar. Die Ghoule sind auch gepanzert. Alter Schwede, okay.
Also da in, allein im, im Kaufhaus kriegst du so viel Loot, das ist der Hammer. Ja, man nimmt wieder mit. Hängen hier noch Flaschen rum? Nö. Doch da. Da müsste eigentlich hingehen, wo der Josh sagt hat, den Voloband. Wahrscheinlich auch wieder haufenweise Ghule. Jahre später. Jetzt tut sich was, glaube ich. Jetzt könnt ihr euch beiden unterhalten. Und wieder ein drehendes Stück Bein. Yay. So, erstmal hier. Wieder eine Lasermuskete. Sagt sie, Elmas, Holoband. Wo zum Geier bleibt Josh denn? Er ist jetzt schon über eine Stunde weg. Wir müssen hier raus. Die Jungs glauben, dass wir schon in Concord sind. Wenn Josh sich mal beeilen würde, schaffen wir es vielleicht rechtzeitig dorthin. Verdammt! Schüsse! Gar nicht gut! Josh! Oh je. So, da haben wir schon mal das. Ich muss wieso wieder nur mal zurück. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss ja so Dogmeat. Und wir müssen wahrscheinlich ein bisschen was beim Kaufhaus lagern. Damit wir auch alles erwischen, auch gerade. Ich bin so langsam. Ich hab's hier bin's gechillt. Ach, nehmen wir den Feuerlöscher auch noch mit. Wir sind ja schon sowieso überlastet. Yay. Man kennt's. Man kennt's. Das sind das viele Ghule gewesen. Du hast auch was mit. Dann nehme ich das auch schon mal mit. Du auch. La 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 la. Bin ganz gechillt. Dum, dum, dum. Hallo Dogmeat, ich komme. Ich erscheine. Und zwar gehen wir jetzt, tun wir mal hier in den Zigarettenautomaten was rein. Alter, was ist denn hier so? Was ist schwer hier?
So. Und jetzt können wir Dogpeed hier sagen. Hey. Folgen wir wieder. Komm schon. Und gehen hier erstmal hier raus. So, aber ich mache das jetzt so, ich erspare euch das Aussortieren und Verschrotten und Wiederverwerten und so weiter. Heißt, wenn wir draußen sind endlich mal. Speichern wir erstmal ab. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben noch keinen Screenshot gemacht, aber ja gut. Obwohl doch, haben wir ja. Ja, meine Freunde, wenn ihr bisher geschaut habt, dann ein herzliches Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, Dogmeat sagt so, hey, da ist was, guck, da ist was, seht ihr das? Und dann halt nicht, denkt er sich. Gut, jedenfalls, bis zum nächsten Mal.